So, hier vorne sind wir im Eingangsbereich in den Campingplatz Balderin. Und ja, hier kannst du ganz normal rein und raus, wie du willst. Das interessiert scheinbar gar keinen. Und jetzt gehen wir mal hier vor, wo der kleine Ort anfängt. Ja, so sieht das aus der Richtung aus. Ja, ich glaube, ich bin heute ein bisschen wahnsinnig bei den Temperaturen hier wandern zu gehen. Es sind bestimmt schon wieder 33 Grad. Aber irgendwie habe ich heute keine Lust zum Bootfahren. Also gehen wir mal ein Stück. Mal sehen, wie lange ich es aushalte. Tja, mit dem Boot kannst du da nicht mehr fahren. Das ist nicht mehr das neueste Modell gewesen. Und das auch nie. Ins Wasser gehen könntest, aber ja, hier vorne mit dem Auto zu stehen ist auf der Dauer auch ein bisschen blöd und das kannst du mal für ein, zwei Tage machen. Eine kleine Kneipe, wo es eigentlich ziemlich gutes Essen gibt. Aber hier drinnen war schon nie, besser gesagt. Immer voll, wenn ich mal hierher bin. Jetzt gehe ich mal die Straße hier hoch. Und wie man sieht, neu gebaute Gebäude. Und ja, diese Grundstückchen waren vor 3 oder 4 Jahren, ich glaube vor 3 Jahren, standen die alle noch zum Verkauf. Und nun sieht es so aus, als hätte da jemand zugeschlagen, verständlicherweise. Gucken. Da hängt der Weintrauben dran.
nach diesem Ort. Sehen. Man sieht schon von der Größe haben diese Agaven. Das ist schon beachtlich. Eine Teil. Was ein bisschen kaputt ist. Ja, exakt aufgeschichtete Mauer. Ganz korrekt. Werden die Leute früher nicht gebaut haben. Also so richtig sieht man hier manchmal nicht durch. Entweder haben die ganz anderen Geschmack. Aber wer setzt sich denn hier hin, um das zu sehen? Aber irgendjemand will hier scheinbar ein Stück Land urbar machen. Was natürlich hier eine Schweinearbeit ist, weil ja alles voller Steine ist. Hier gehen die Wasserrohre lang. Oder mit und Stromkabel. Ja, und auch hier hinten hast du die Grundstücke. Das sieht alles sehr verlassen aus hier. Uralte Wohnwagen. Nachvollziehen. Stadt private. Und hier muss man da runter können. Mal gucken. So, jetzt geht's erstmal ganz ein Stück die Straße lang. Schwitzen durch wie sonst was. Das ist ja klar. Aber hier müssen wir durch. Da gibt's Grünstückchen, da siehst du nicht durch. Stehen wieder Wohnwagen rum.
abgestellt und keine Ahnung, wofür niemals genutzt werden. Ganz verrückt. Schau, hier geht es einen ordnungslosen Weg hinter. Was findest du hier hinten? Einen abgestellten Wohnbau. Ist doch vollkommen unklar. Überall solche Dinge rum. Müsst ihr reingucken? Was gut ist, dass hier noch einer drinnen liegt. Cool. Ist ein bisschen komisch. Sehr komisch. Tja, da war schon wieder. Kannst du bloß zumachen. Ist ja verrückt hier. Ich versuche trotzdem weiter auf die andere Seite zu kommen. Und ich werde noch ein ganzes Stück gelaufen. Mensch, das wäre eigentlich ein sehr schönes Plätzchen hier. Also wenn das meine wäre, hier würde ich mir einen Steg bauen. Hast du Zugang zum Wasser? Wie weit zur Straße? Tja, das kann man nicht nachvollziehen. Irgendwann wird es immer genutzt werden. Ich habe sie entdeckt, die so einen Krach macht. Aber ein bisschen weit weg für die GoPro. Ja, zu verkaufen. Irgendwas hier hinten. Naja. Wird er bestimmt auch dementsprechend kosten. Auch wenn es bloß Wildnis ist. Aber direkt am Wasser, oder fast direkt am Wasser, das ist für einen Normalsterblichen höchstwahrscheinlich nicht zu bezahlen. Guck dir das an, ganz fette Hummeln. Das ist jetzt hier gerade. Ich glaube, es sieht ganz aus. St. Andrea, 5 Minuten, V.A. Miklozon, 30 Minuten. Ach, das ist das St. Oh Gott, weiß ich nicht mehr. Ein Friedhof ist das. Geht wirklich scheinbar jeden Tag jemand hin zum Gießen.
sind ja schon eine Weile tot, der letzte 1999. Und hier der letzte 2003. Mensch, das sind schon fast 20 Jahre her. Trotzdem haben wir immer noch frische Blumen hingestellt. Da immer 2011. Wieder 2002, 2013. Das ist ein Ding. Naja, die ehren ihre alten Leutchen noch. Gibt ja das an hier. Komm ich hier durch? Ich denke schon. Überall frische Blumen. Das gibt's doch nicht. Also hier ist es total morastisch. Na gut, nach den Spuren, die hier unten zu sehen sind, die Rehe werden hier trotzdem reingehen. Die gehen ja überall rein. Habe ich ja gestern erst gesehen, wo ich am Strand gelegen habe. Nein, vorgestern war es. Kommen auf einmal zwei Hirsche. Jo. Direkt ans Wasser. Leider hatte ich die Kamera nicht griffbereit. Ja, und dann eine Weile später noch eine Hirschin. Eine Hirschkuh heißt wahrscheinlich. Ja. Aber alles beides leider nicht erwischt. Immer mal wieder ganz verstreut ein paar Grundstücke. Das sind scheinbar Olivenbäume. Hängt aber nicht dran. Wurde schön gepflegt. Drüben auch wieder Grundstücke. Na gut, sonst würde hier ja okay Weg lang gehen. Ich gehe mal hier lang. Guck an, hier ist der Weg auf einmal zu Ende, aber hier möchte ich nie mit dem Transporter langfahren. Ich habe zwar sowas Ähnliches schon mal gemacht, aber das war glaube ich nur mit dem Pkw, da drüben auf der anderen Seite. Aber da hast du ja Bedenken, bei jedem halben Meter, den du zurücklegst, dass da irgendwie die Reifen um die Ohren fliegen. Ah ja, sind ganz schön spitze Steine dabei, vor allem auch sehr scharfkantig. Da kannst du wirklich hier sowas, das ist dermaßen scharf. Also wenn du hier richtig drauf drückst, hast du einen Schnitt im Finger. Ja, wenn du von so einem Hügel hier, was heißt Hügel? Schon ein Berg, ich hab's gemerkt, ging ganz schön hoch. Wenn du hier so ins Land guckst, bist du mitten im Wald. Irgendwie mal zwei Häuser, mal drei, ganz verrückt. So. Also ich gehe noch ein Stück bis dorthin. Aber ich glaube nicht mehr allzu weit. Dann drehe ich wieder um. So, mal schauen, was dort hinten ist. Also jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt haben wir es 10 nach 1. Mal sehen, wie lange ich brauche, bis ich da vorne bin. Und nämlich ein ganz schönes Stück. Natürlich erstaunlich, dass hier irgendwelche Autos rumstehen. Sogar aus Italien. Abgefuckte Boote. Geht's hier zum Wasser oder was? Nein. E-Boot ist das ja bloß. Hab ich schon Halluzinationen oder was? Drei Italiener. So, das Grundstück 1705 Quadratmeter zu verkaufen. Das liegt aber direkt am Meer. Sieht man zwar von hier nicht, aber ist so. Tja. Wenn man Geld hätte, wenn das nicht so beschissen wäre hier in Kroatien. Mit der Anmelderei und so weiter.
seine alten Dörfer sehen, Schritt mal wagen. Stehen hast du genug, um dir eine Hütte zu bauen. Du hast bloß ein paar Sack Zement. Was ist das? Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Gewächs. Ein Nadelgewächs. Ist ja irre. Das habe ich schon nie gesehen. Ja, jetzt fängt es an zu rumpeln, jetzt muss ich sehen, aber es ist ja nicht mehr allzu weit, bis ich am Ziel bin. Ja, hier kannst du überall Zimmer anmieten. Schon immer so, seitdem ich hierher fahre. Ich will mir passen fürs Nachfahren. Da ist gut. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Regen hier. Ist aber immer ganz angenehm. Das war nun mein morgendlicher Spaziergang, der sich allerdings bis zum Mittag hin ausdehnte. Und ja, es war unterwegs ganz schön warm. Ich hatte natürlich wieder mal zu wenig zu trinken mit. Aber gut, alles überstanden. Und ich musste mir das dort auf jeden Fall mal anschauen, weil ich dort hinten war ich noch nie. Und gab ja auch ein paar kleine interessante Sachen zu sehen. Ja, das alles befindet sich auf der Insel Kres in Kroatien. Und da hinten, wo ich war, das nennt sich Pogada Campingplatz Baldarin. Ja, vielleicht war es für den einen oder anderen Zuschauer mal ganz interessant. Und vielleicht auch ein kleiner Tipp, wo man mal hinfahren könnte. Wirklich eine sehr schöne Gegend dort. So, das soll es jetzt von meiner Seite her gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern recht herzlich, natürlich auf jeden Fall auch bei den Abonnenten und denjenigen, die einen Daumen nach oben vergeben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, sagt der Wanderwilli.